Ja, ganz genau, Christian. Ein Tor hat der 32-Jährige selbst gemacht. Dazu kommen 4 Assists, ein absoluter Liga-Top-Wert. Andy Kuhn rückt anstelle von Lubic in die Startelf heute. Der LASK hofft im Duell der Europacup-Starter auf die Fortsetzung einer Serie. Die Linzer sind gegen Sturm seit 4 Heimspielen ungeschlagen. Trainer Dominik Thalhammer schickt dieselbe Mannschaft aufs Feld wie beim Kantersieg gegen Novi Sad. Die Partie beginnt intensiv. Sturm ist gut drinnen in dieser Anfangsphase. Kuhn unangenehm für Schlager. 4. Minute, die erste Offensivaktion. Dann der LASK mit einem guten Umschaltmoment. Da haben wir Karamoko, der setzt sich hier gut in Szene. Geuginger im 1 gegen 1 mit 7 Handeln. Eine Top-Chance für die Oberösterreicher in der 10. Minute. Und da wäre eindeutig mehr möglich gewesen. Geuginger hätte nochmal ablegen können für Karamoko. Der beschwert sich natürlich. Freistoß LASK aus guter Position. Michael! Pech für den Mittelfeldspieler. Er trifft nur die Außenstange. Das alles in der 20. Minute. Die zweite große Möglichkeit für die Linzer. Sturmtrainer Christian Ilzer. Die anfängliche Zufriedenheit hat sich bei ihm ein bisschen gelegt. Es bleibt eine ansehnliche Begegnung mit spielerischem Vorteil für den LASK. Geuginger auf Renner. Guter Schuss nach einer halben Stunde. Renner kommt mit vollem Tempo daher, trifft aber den Ball nicht ideal. Nach den ersten 45 Minuten steht es 0:0. Eine Abkühlung gibt es in der Pause für die aufgeheizten Fans. Der LASK weiter mit mehr gezielten Aktionen und Ballbesitz. Flecker, das ist eine richtig gute Möglichkeit. Der Ball geht durch, der Raum ist frei für Florian Flecker. Er hat nicht viel Zeit, etwas hektisch. Der Abschluss aus 11 Metern. Also viel Betrieb auch nach der Pause. Freistoß Jantscher, Affengruber, Tor für Sturm. Der Pfiff, der Treffer zählt nicht in der 53. Minute. Zu Recht, Affengruber steht hier im Abseits, ist einen halben Schritt vorne. Es geht in dieser Phase ständig hin und her. Balic legt ab für Flecker. Stangenschuss zum zweiten Mal Aluminium für den LASK. 58 Minuten sind absolviert. Balic mit der Übersicht und Florian Flecker beinahe mit seinem ersten Bundesligator für die Oberösterreicher. Für Jakob Jantscher ist nach einer Stunde Schluss. Für ihn kommt Zakaria. Einwurf Gazi Begovic. Goran Stankovic mit dem Ball hinter die Abwehr. Jeboa. Noch immer Jeboa. 1:0. Sturm Graz. 66. Minute. Maresic sieht nicht gut aus bei diesem Zweikampf und Kelvin Jeboa macht's großartig. Aufgrund seiner Schnelligkeit, seiner Abgezocktheit im Strafraum. Er überhebt Schlager, ein feiner technischer Abschluss mit Gefühl. Sein drittes Saisontor im 4. Spiel. Es geht in die Schlussphase. Die ist turbulent. 83. Minute. Nangbo, der Neuzugang, lässt den Ball klug durch auf Lubic. Der schaut auf. Zakaria, 2:0. 83. Minute. Perfekt gespielt. Eine tolle Aktion der Grazer. Gescheit von Nangbo und Manfred Zakaria mit seinem ersten Saisontor. Das ist wohl die Entscheidung in dieser Begegnung. Es war zu erwarten, dass in der finalen Phase einiges passiert, wenn die frischen Spieler kommen. Jetzt der LASK, Michael, der Anschlusstreffer. Das 1:2. 85. Minute. Peter Michael macht's wieder spannend. Ja, wenn man den so frei zum Schuss kommen lässt mit dieser Qualität, was er hat, dann kommt eben das raus. Ein wunderbarer Abschluss. Die 94. Minute schon. Zakaria, der zeigt in diesen Minuten, was er drauf hat. Der Haken und das 3:1. Der hat Nerven, so abgebrüht und clever. Ein toller Auftritt nach seiner Einwechslung. Sehr effizient. 3:1 ist auch der Endstand. Sturm gewinnt. Beim LASK ein ereignisreiches Spiel und jetzt gibt es Interviews von Martin Lang. Oh,
ich glaube, das ist allgemein 90 Minuten eine super Partie war von uns, wenn wir wissen, wie schwer das ist, in Linz zu gewinnen. Und wir gewinnen 3-1, glaube ich, auch verdient. Dann ist es schon hoch anzurechnen. Wir sind jetzt sehr gut gestartet und freuen uns jetzt, dass wir am Donnerstag auch international einsteigen. Insgesamt da muss ich sagen, einmal Kompliment an alle Spieler, die heute am Platz gestanden sind. Bei dieser Hitze so ein Spiel abzuliefern, das war schon eine richtig große Klasse. Ich denke, über weite Strecken haben wir heute auch das nötige Glück gehabt. Und dann haben wir natürlich auch gezeigt, dass wir von der Bank an nochmal brutale Kraft entwickeln. Wir hätten in Führung gehen müssen. Ein bis zwei Tore hätten wir schon auf Vorsprung herausspielen können. Sturm hatte bis auf das Abseitstor und einen Freistoß in der ersten Halbzeit. Nichts, wenn ich mich nicht irre. Und am Ende, ja klar, dann laufst du in Konter, weil du aufmachen musst. Aber ich glaube nicht, dass das 3-1 das die Leistungen widerspiegelt. Ja, wir müssen natürlich heute mal verarbeiten, weil ich finde, wir haben extrem viel investiert. Wir hatten am Donnerstag noch ein schweres Spiel in der Conference League und die Mannschaft hat versucht, alles am Platz zu bringen und alles zu investieren, was sie konnte, und hat sich nicht belohnt. Und das ist das, was wir verarbeiten müssen, was ärgerlich ist, und trotzdem hätten wir das Spiel gewinnen können. Sturm feiert den dritten Erfolg hintereinander und bejubelt den ersten Auswärtssieg gegen den LASK seit knapp 2,5 Jahren. Ja, und die Linzer, die kassieren die erste Saisonniederlage.